Ist irgendwas? Das hier passt zum heutigen Video. Mhm. Bitte abonnieren. Okay, erstmal ja. Das sieht sehr weird aus. House of Big Mustache. Deswegen auch mein Schnäuzer. Also das ist unser Gegner oder was weiß ich. Schauen wir uns das mal an. Oh nein. Warum erinnert mich das so an Granny gerade? Die verschiedenen... Oh Gott. Ich habe 2 Nächte. Ich habe 3 Nächte. Ich habe 3 Nächte. Ich habe 3 Nacht. Okay. Der Boden hat Geräusche. Er walkt normal. Schnell. Okay, okay. Es ist halt... Es ist nicht mehr... Oh Gott. Es ist ein Pipi Granny. Okay. Für die Leute, die mir sagen, kannst du mir wieder Granny machen, hier habt ihr ein Granny-Like-Game wahrscheinlich. Oh Gott, das ist auch fast so... Ja, so ähnlich will ich nicht sagen. Aber... Oh Gott, du hast sogar die Vase hier. Oh Gott, wie schaut das hier aus? Hier rumpst. Hier kracht es. Sehr schön. Das ist echt so ein bisschen Granny auch ähnlich. Und Screwdriver. Es hat sogar eine Animation. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber die Musik, dum 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 dum. Sehr spooky. Ja, sehr, sehr spooky. Oh, Klo. Hier kann ich mich sehr schön verstecken wahrscheinlich. Aber ich kann nicht springen. Das ist blöd. Was haben wir hier so alles? Ah, Lichtquelle. Klo. Komm, schau mir die Schüssel an. Granny 2. Mit Slender. Okay. Oh nein. Oh nein. 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 Ah, ich hab solche Angst. Wo ist der? Ah, Brechstange. Da ist eine Batterie. Wow. I have no stamina. I have no place to run. In this. Kann ich mir auch irgendwie verteidigen oder sowas? In irgendeiner Art und Weise. Schön, dass ich Batterie finde. Mein Stamina füllt sich sehr langsam auf. Plus! Dieses Spiel wollte wie Granny sein. Mit Kuh kann ich werfen. Das ist schön. Ich brauche Licht. Okay, ist nichts. Von Interesse. Telefon. Telefon. Da geht nichts. Da brauchst du ein paar Sachen. Warte, warte, warte. Ich hab ne Ahnung. Ah! Da. Wir brauchen nur noch einen Key. Oh, warte, kann ich mit den Pliers? LOL! Woher kommst du auf einmal? Verfolg mich nicht, du Wahnsinniger! Keine Ahnung. Ich wollte einfach gerade mich mitbewegen zu dieser Musik. Ich renne in mein Verderben. Wo renne ich überhaupt hin? Hier sind Bücher. Schön. Schön für diese Bücher, die hier rumliegen. Ja, ich hab... Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung hier. Kenn mich nicht aus. Bin neu hier. Nein! Nein! Dieser Wahnsinnige verfolgt mich. Was haben wir hier drin? Screw aber, ja, screw you! Bah! Diese Musik. Nein! Boah, da marschiert einfach über mich, ey! Dieser schlimme Mensch. Dieser sehr schlimme Mensch. Ey, wir sind schon in Nacht 3. That's something? Vielleicht kann ich mit dieser Vase besiegen. Und so. Ich habe im Kühlschrank gleich geschaut. Oh, hier ist auch sehr viel drin. Wieso ist es auch hier so stockfinster überhaupt? Kann es mir einer erklären? Der ist da unten. I have it in the feeling. Ah, da, Fernseher. Kann ich nichts machen. Da hinhocken, Entspannung. Diese Entspannung hast du hier, hey. Ach. Ja, da drin sind bestimmt irgendwelche Sachen. Ich habe den Screwdriver nicht mitgenommen. Ich sollte mich schnell hauen lassen, damit ich schnell hochkomme. Hi. Ah! Wo war der Screwdriver gleich wieder? Da. Ah! Nee, hier kann ich gar nichts machen.
soll ich jetzt überhaupt tun, weißt? Ja, die letzte Nacht. Ja, schön. Schön. Für die letzte Nacht. Ich hab natürlich meinen Screwdriver nicht mehr, weil den hat er mir aus der Hand genommen, weil nein, das darf ich nicht verwenden. Oh, warum denn nicht? Wo ist das Wort hin? Wo ist das? Ist das wieder hier, der Screwdriver? Wo hat er den Screwdriver hin? Was ist da rum? LOL, Pfefferspray, ist das dein Ernst? Kann ich ihn damit aufhalten? Ist das im Bereich des Möglichen? Wo ist er überhaupt? Das muss ich jetzt erstmal überprüfen. Vorste Wissenschaft. Natürlich. Wo ist er? LOL. Echt jetzt? Ha! Damit kann ich ihn aufhalten, aber auch nur für einen gewissen Moment. Sehr schön, sehr schön. Gut zu wissen. Meine Taschenlampe ist fast leer. Das ist nicht sehr gut. Ich habe nämlich keine Batterien mehr. Oh, Jesus. Ich sehe gar nichts mehr hier. Ich sehe null. Weiß er nicht mal, wo er ist? Nö, null, absolut null. Wo ist der blöde Schlüssel? Wo ist er? Ich muss mich eigentlich nur an der Musik orientieren, da weiß ich, wo er ist. Aber eigentlich sollte ich mich killen lassen. Weil ich habe gerade no chance in hell, dass ich das schaffe. Ich sehe nämlich gar nichts mehr. Ich sehe sehr weit, sehe ich. Ja, da ist die Tür. Whoop die Fricky Doo. Wo ist er? Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Bam, 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 bam. Ob ihr mir das Pfefferspray wegnimmt. Gibt's wenigstens. Puh, es gibt nur ein Game Over. Es gibt nur ein Game Over. Es gibt gar nichts. Es gibt null. Aber Main Menu Play. Realistic. Wir schauen uns kurz auf Realistic an. Ich will es einfach mal kurz sehen. Naja, ja, eine Nacht. Und wir haben nur zwei Nächte. Und dann ist wieder Game Over. Und so weiter. Crouch. Okay, wir crouchen. Ja, E ist Interact. Setz klar wie Kloßbrühe. Mal schauen, wie schnell er jetzt ist. Ach, Leute, der Pfefferspray, der ist immer da oben. Nein! Alter. Da musst du schnell sein. Ja, das wird übrigens. Also, die Sachen sind überall am gleichen Platz. Das habe ich realized. Aber es ist im Endeffekt. Sagen wir es mal, wie es ist. Es ist eine Granny-Kopie. Sagen wir es einfach, wie es ist. Nennen wir das Kind beim Namen. Es ist eine Granny-Kopie. Du musst vor dem Haus, aus dem Haus fliehen. Du hast. Oh, war die Brechstange vorher auch schon da? Egal. Du hast halt Sachen, die du machen musst, damit du fliehen kannst. Und ich denke mal, da musst du dann fliehen. Wenn du einen Schlüssel hast. Ich weiß gar nicht. Er ist sehr schnell, der Kollege. Ah! Und vor allem, du musst hier sofort dein Stamina verwenden. Ansonsten. Lol, da ist jetzt. Warte mal, lass mal kurz was testen. Ah, doch, doch, klar. Und da. Oh, ja. Okay, ich habe schon. Da kommt jetzt Ekel rein. Da kommt rein gewalzt. Ja. Wie ich es mir dachte. Wie ich es mir dachte. Problematik ist, du hast dann nochmal einen Kasten, wo du aufmachen musst und das durchtrennen musst. Und dann brauchst du aber irgendwo auch den Schlüssel. Frag nicht, wo der Schlüssel ist. Denn das weiß ich nicht. Bäb, bäb, bäb. Ich wollte gerade die Batterie aufnehmen. Ich konnte nicht. Ich konnte es einfach nicht. Hallo? Mustache Man. Wo bist du? Ja, ich habe jetzt eins fertig. Ja, ja, mit dem anderen Pleis muss ich oben noch aufmachen. Also ich muss das Ganze hoch, da hochrennen, da, das trennen. Mit der Brechstange muss ich die zwei Dinger wegmachen, die zwei Bretter. LOL, hat er gerade die Y-Position her eingesetzt? Das ist nicht sehr effektiv. Und vor allem, du hast nicht sehr viel da drin. Also das Problem ist, ich muss das hier machen. Dann müsste ich. Wie lange bist du eigentlich? Keine Ahnung. Ich denke nicht sehr viel drüber nach jetzt. Anscheinend lang genug. Also, ich muss hier hoch. Du musst prinzipiell das hier dann machen, dann mit den Pliers das hier dann durchtrennen. Dann nimmst du den Schlüssel und fließt. Nachdem du vorher mit der Brechstange die Bretter entfernt hast. Das ist das Ziel. Ich habe nämlich meinen Pfefferspray unten liegen lassen.
Ja, it's pretty much a granny copy. It's pretty much. Und wenn ihr es verliert, steht auch wieder nur Game Over, weißt. Es steht halt einfach nur Game Over. Es ist... Nein, ist es. Es war ein Versuch, ein Granny Game zu sein. Es ist in irgendeiner Art und Weise auch ein Granny Game geworden. Nein! Aber, ja... Der Charakter sieht halt lustig aus. Aber es ist, naja... Es ist eigentlich auch gar nicht schwer, wenn du auf Fleisch bist, weil du musst ja im Endeffekt nur zwei Kabel durchtrennen, du musst zwei Bretter entfernen und einen Schlüssel finden. Das ist pretty much alles, das hast du, wenn du gut bist, in 3-4 Minuten. Ja komm, dann lasse ich das mit dem Spiel. Ich wollte es mir mal anschauen, der gefährliche Schneuzermann. Kennen wir aus einem anderen Spiel. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel hält. Und mehr gibt's auch nicht mehr zu diesem Spiel zu sagen. Was es aber noch zu sagen gibt, ist, dass ich euch noch einen schönen Tag wünsche und bis zum nächsten Video. Bis dann.